Hallo und willkommen in unserer Küche. Ich bin Norbert Wanka und der Vorsitzende des Jägervereins Neustadt an der Aisch. Wir möchten euch heute in das Zubereiten von Wildbret einführen. Dazu habe ich mir meine Tochter Simone dazu geholt. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Vater euch heute in die leichte Welt des Kochens zu entführen. Vielleicht hat ja doch der ein oder andere jetzt dann Lust, sich am Wild zu versuchen. Und was kochen wir jetzt heute? Ja, Simone, heute habe ich mir gedacht, machen wir ein Rehragout mit Gemüse. Und dazu brauchen wir etwa für 4 Personen 800 Gramm Rehgulasch. Das kann man sich vom Jäger vorbereiten lassen. Wir brauchen Salz, Pfeffer, das sollte in jeder guten Küche ausreichend vorhanden sein. Wir brauchen etwas, einen halben Teelöffel Wacholderbeeren, ein Lorbeerblatt, Pflanzenfett zum Anbraten oder da kann man auch Butterschmalz dazu verwenden, eine Zwiebel, 2 Karotten, ein Stück Sellerie, ein Glas Rotwein, das der Koch auch gerne beim Kochen trinken möchte, einen halben Liter Gemüsebrühe, ein bisschen Tomatenmark, Oregano, eine grüne und eine rote Paprikaschote, Waldpilze, 150 Gramm etwa und eine kleine Tasse gehackte Wildkräuter. Für das Rehragout verwende ich gerne Stücke aus der Rehkeule. Das ist der hintere Schlegel. Der ist jetzt vom Jäger schön pariert. Also das heißt, es sind diese feinen Häute, die auf diesem Fleisch drauf sind, wurden schon weggeschnitten. Hier ist der Knochen noch drin. Den müssen wir jetzt dann natürlich auslösen und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Hier die solche Häute, die hier dran sind, die kann man gerne abschneiden, weil die machen das Fleisch dann beim Braten etwas hart. Der Knochen befindet sich hier drin. Nachdem wir Stücke schneiden, ist es nicht so schlimm. Man sieht hier den Anfang. Ich mache hier einfach einen Schnitt und suche mir hier drin jetzt den Knochen. Und löse den einfach mit einem scharfen Messer und Leute, bitte aufpassen, man schneidet sich immer mit stumpfem Werkzeug. Jetzt liegt der Knochen schön frei, jetzt kann man mit dem Messer hier unten so drunter fahren und kann den einfach sauber schön auslösen. Sollte hier vielleicht noch ein bisschen Schweiß, also so sagt der Jäger zum Blut, noch dran sein und man möchte es nicht, schneidet man das einfach großzügig weg. Die Keule hatte jetzt mit Knochen etwa 1300 Gramm. Das wird jetzt ungefähr, wenn der Knochen draußen ist, etwa mit dem Gewicht, das wir für unseren Ragout brauchen, bleiben. Und jetzt können wir das alles in schöne Stücke schneiden. Ich mache gerne, hier ist noch ein bisschen was, das nehmen wir noch weg. So. Ich mache gerne etwas größere Stücke, weil beim Braten sich ja dann auch das Ganze etwas eindickt. Und ich finde es immer schön, wenn man beim Gulasch zum Beispiel mit der Gabel und dem Messer noch ein bisschen was arbeiten kann. Auch beim Schneiden von Fleisch achte ich immer drauf, dass ich hier nicht auf der Holzunterlage schneide, sondern ein Kunststoffschneidebrett habe, weil dieser Fleischsaft, der da rausgeht, der dann immer in dem Holz drin ist und es sehr unappetitlich dann wird. Aber Papa, jetzt mal was anderes noch. Ja. Reh im Allgemeinen ist ja eigentlich ein heimisches Tier. Ja, das ist unsere häufigste Wildart, die wir hier haben. Und was gibt es für Arten? Wie das Reh bejagt wird? Naja, also wir jagen normalerweise vom Ansitz aus, das heißt vom Hochsitz aus. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass das Reh in seiner natürlichen Umwelt erlegt wird und nicht dem Stress, der zum Beispiel Schweine oder Rinder, die in den Schlachthof geführt werden, dort ausgesetzt ist, sondern wenn man es jetzt so sagen will, das stirbt eben einfach in seiner natürlichen Umgebung. Damit ist das Wildfleisch, das Wildbret, ja auch nicht mit Adrenalin belastet, sondern ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel, das auch natürlich keine
zusätzlichen Futtermittel oder sonst was kriegt, weil das wird das Reh gerade vor allen Dingen auch ein Konzentratselektierer ist, das nur die besten Kräuter und Gräser, die es findet, draußen aufnimmt. Also noch mehr Bio geht ja eigentlich dann nicht. Noch mehr Bio geht nicht. Vor allen Dingen auch sind die Lieferketten ja auch sehr klein und gering. Wir haben den Jäger vor Ort, der Wildbret erlegt, der die Wildbret auch anbietet. Und wir fahren unser Wild ja keine hunderte Kilometer durch die Gegend, sondern das ist regional und vor Ort zu erwerben. Als nächstes malen wir die Gewürze im Mörser. In der Zeit könnten wir vielleicht ja drüber reden, über den schlechten Ruf, den die Jäger in der Gesellschaft leider haben. Ja, das ist schon ein Problem, das wir immer wieder hören. Aber wir sind ja auch gesetzlich dazu verpflichtet, Reh in einem gewissen Ausmaß zu schießen. Es gibt uns der Abschussplan vor, der alle 3 Jahre neu aufgelegt wird. Das weißt du als Jägerin ja genauso gut wie ich. Und die Problematik ist natürlich die, wir regulieren ja jetzt den Bestand. Das heißt, wir achten darauf, dass wir nicht eine Überpopulation haben, was den Waldbau, den Umbau des Waldes, gerade in Zeiten des Klimawandels, sehr abträglich wäre. Und wir achten darauf, auch darauf, dass wir einen gesunden Wildbestand haben, eine gesunde Wildpopulation, weil jede Überpopulation ja auch gesundheitliche Probleme an der Wildart verursacht. Denk einfach an die Hasenpest oder Tularemie bei den Kaninchen. Ja, oder die Fuchsreude bei der Überpopulation der Füchse. Aber eigentlich hat auch das Rehwild gar keinen natürlichen Feind bei uns, außer das Auto. Ja, das stimmt allerdings. Der immer zunehmender wird auch der Straßenverkehr zum Erleger von Rehwild. Da bitten wir natürlich auch, das ist auch ein Anliegen des Jägervereins, immer wieder mit Zeitungsartikeln die Autofahrer entsprechend langsam zu fahren, gerade in der Brunftzeit, also im August, wo das Reh die brunftet, wo die Paarungszeit ist, spielen die Hormone halt auch einfach auch verrückt und dann kommt es immer wieder zu heftigen Unfällen, leider auch mit Personenschäden. Okay, jetzt haben wir viel übers Reh gesprochen, aber dank Disney ist, glaube ich, den meisten gar nicht klar, was denn das Reh wirklich ist. Es ist ja nicht der Sohn vom Hirsch, sondern eine eigene Art. Eine ganz eigene Art. Die bei uns heimisch ist. Wir haben hier kein Rotwild, wir haben hier kein Dammwild. Das einzige, das zwei Hochwild, wie die Jäger sagen, das wir hier noch haben, ist das Schwarzwild, also die Wildschweine. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und da können wir ja auch mal kochen und können uns dann gerne mal darüber unterhalten. Das stimmt. Jetzt bin ich fertig. So sollte die Konsistenz sein ungefähr. Wem das Lobbeblatt noch ein bisschen zu grob ist, der kann das gerne noch ein bisschen mit den Fingern zerbröseln, aber Aroma kann so sehr gut abgeben. So, Simone, jetzt können wir uns ans Anbraten vom Ragout machen. Wir haben das in schöne Stücke geschnitten. Ich nehme immer gerne Butterschmalz und da nicht zu wenig dazu. Das kriegt eine richtige Hitze auf der Platte und dann schließen sich die Poren von dem Fleisch sehr schnell. Es tritt wenig von dem Saft aus, den wir und das Fleisch, die Fleischstücke bleiben einfach saftig. Das riecht so gut, diese Butteraromen mit dem angebratenen Fleisch. Simone, ich glaube, wir sollten mal den Saft, der sich jetzt hier tatsächlich ausgebraten hat, auffangen, um den später dann auch noch zum Ragout dazugeben zu können. Tun mal das Fleisch einfach mit dem Heber raus in die Schüssel und dann fangen wir den Saft, den Bratensaft ein. Okay. Also, gib mir das bitte mal. Ich fange das mal hier auf. Sehr schön. Und wir nehmen einfach nochmal ein bisschen, oder jetzt einfach das Fleisch wieder rein, weil es genug Butter noch drin ist.
So, und jetzt geht's schon wieder richtig los. Noch einmal zu den Rühren und jetzt können wir das Gemüse dazugeben. Und braten das kräftig mit an. Also, die geschnittene Zwiebel, Karotte und das Stück Sellerie mit rein in den Topf. So, jetzt ist das Gemüse und das Fleisch angebraten. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt, nachdem das Gemüse auch so leicht bräunlich geworden ist, also angeröstet ist, tatsächlich angeröstet ist und das Fleisch auch schon ist, löschen wir das Ganze jetzt mit der Gemüsebrühe und dem Rotwein ab. Und jetzt haben sich das, was noch am Topfansatz, am Topfboden war, jetzt ein bisschen rühren, dann löst sich nämlich das ganze Zeug, diese Röstansätze, Röstaromen lösen sich ab. Und wenn die Soße, die wir jetzt hier drin haben, leicht anfängt zu köcheln, dann geben wir das Tomatenmark dazu und den Oregano dazu. Wir dürfen ja unseren Bratensaft, den wir von vorhin hatten, nicht vergessen. Und jetzt haben wir überlegt, wir können einfach das Tomatenmark, da brauchen wir jetzt nicht sparen, einfach da ein bisschen reinrühren, dann vermengt sich das Ganze ja auch in der Soße etwas anders und wir haben den Geschmack von vorhin einfach wieder super in unserem Ansatz mit drin. Und dann gebe ich noch den Oregano dazu. Ja. Und dann machen wir jetzt den Deckel drauf und lassen das mal bei so auf Stufe 7 ein bisschen vor sich hin köcheln und dabei können wir mal den Rest noch anrichten. So, jetzt hat das Fleisch und unser Ragout ein bisschen am Herd geköchelt und jetzt nehmen wir es und stellen es einfach in den vorgeheizten Backofen, 180 Grad und da darf das Ganze jetzt für ungefähr eine Stunde bis 70 Minuten drin fertig werden. Einfach mal hingehen und mal so einen Deckel aufmachen und man kann ja auch immer mal gerne probieren, ob es schon durch ist, Garende, wenn alle Fleischbrocken, die wir geschnitten haben, auch wirklich durch sind. Jetzt kommen die angebrateten Pilze und die Paprika dazu. Zum Schluss gebe ich auch gleich die gehackten Kräuter dazu. Umrühren und gegebenenfalls noch einmal abschmecken. Bekanntlich ist das Auge ja immer mit, deswegen richten wir jetzt an. Zu unserem Rehgulasch passt hervorragend Spätzle. Wer möchte, kann auch Stopfer oder Salzkartoffeln dazu essen.